Na, aber sei doch froh, Fichtenholz. Ist doch eigentlich cool, wenn die Lehrer sich da die Mühe machen. Und vor allem, das ist meine Hoffnung, weil ich fand dieses, also zu meiner Studienzeit schon, hat mich das immer so genervt, dass man quasi im Grunde einfach in den Hörsaal muss. Und dann sitze ich da drin und es ist ungemütlich und scheiße und heiß. Und da sind 100 Leute und der Sauerstoff ist nicht gut. Und vorne steht ein Dozent, den man eh nicht wirklich hört, weil das Mikrofon wieder nicht richtig eingestellt ist. Und es ist einfach bescheuert. Warum werden die nicht nach Hause gestreamt, habe ich mir immer gedacht. Warum werden die Vorlesungen nicht einfach nur für Studierende über Studentennetzwerk gestreamt und fertig? Wäre so viel besser. Und jetzt wird das Ganze wegen Corona quasi zwangsläufig eingerichtet und ausgebaut und so weiter. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich meine, ich profitiere nicht mehr davon, aber für nachfolgende Generationen, die haben jetzt vielleicht das Glück, dass das eher normal wird, dass das eher angeboten wird. Und das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Schade, dass es erst irgendwie wirklich zu einer Notsituation kommen muss, aber das wäre super. Das wäre schön, wenn sich das besser durchsetzen würde. Und die Anfänge sehen wir ja jetzt. Dass es technisch geht und dass es schon immer möglich war, sehen wir ja jetzt. Vielleicht ändert sich da ein bisschen was. Das wäre schön. Die Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Ach ja, genau. Ich habe genug Möbel platziert. Hab ich viele Nookmeilen? Ich bin reich, wenn es um Nookmeilen geht. Ich weiß nur noch nicht genau. Schauen wir mal in die Faunapedia. Ich vermute eher, wir werden einen Haufen mehr Erwachsene mit Maschzwang bekommen. Also, wenn ich so mitbekomme, dass sich die Leute früher anscheinend nie die Hände gewaschen haben, so wirkt es anscheinend momentan, finde ich das gar nicht so schlecht, dass Hygiene ein bisschen thematisiert wird. Es geht ja nicht nur um Corona, es gibt so viele andere eklige Krankheiten und überhaupt einfach eklige Sachen. Da bin ich ganz froh, dass das ein bisschen mehr in die Köpfe der Leute kommt. Da habe ich gar nichts dagegen. Ich war schon immer, also ich verändere, ich hab jetzt keinen Waschzwang oder so, aber ich verändere eigentlich mein Verhalten jetzt mit Corona auch nicht, muss ich nicht, weil ich habe mir immer die Hände natürlich gewaschen. Und wir haben im Auto immer schon Desinfektionstücher gehabt nach dem Einkaufen, weil man einfach den Einkaufswagen anfasst, der eklig ist, weil man einfach die Produkte anfasst, die auch schon hunderte Leute in der Hand haben, weil man Geld anfasst. Das ist einfach alles unhygienisch. Da macht Sinn, dass man sich die Hände wäscht. Und das sollte man, finde ich, einfach immer machen. Das, also, naja, aber mein Gott. Der Kohlweißling. Im März. Aha, der ist nur im März verfügbar und nur von 6 bis 18 Uhr. Wissen wir das auch? Jetzt Zitronenfalter auch nur im März. Ach nee, warte mal. Jetzt ist März. Der ist aber auch im April, Mai, Juni, September und Oktober. Ich verstehe. Die roten Dinger zeigen mir immer an, was jetzt ist. Ich verstehe schon. Die sind also alle sehr häufig und lang und den ganzen Sommer. Oh, der ist das ganze Jahr lang immer. Wow. Barsch kann man von Januar bis Dezember im Fluss zu jeder Tageszeit fangen. Von 0 bis 0 Uhr. Und die Karausche auch. Tja. Das stimmt. Wir haben ja wirklich Glück, weil ich meine, dass so ein Virus, so eine Pandemie kommt, so ein Virus, der sich sehr stark verbreitet und gegen den die meisten Menschen keine Immunität haben, das war ja nur eine Frage der Zeit. Sowas kann immer wieder passieren. Das ist einfach statistisch, wird sowas immer mutieren, wird sich immer entwickeln, wird immer kommen. Das ist eigentlich vorhersehbar und da kann man nichts dagegen machen. Noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal möglich. Und wir haben echt Glück eigentlich, dass Corona jetzt so ein relativ harmloser Virus ist. Wir müssen natürlich eben trotzdem die Alten und Schwachen vor allem schützen. Und die geht es jetzt eigentlich hauptsächlich, die Vorerkrankten und Älteren. Aber das hätte auch echt schlimmer sein können. Das hätte auch echt viel schlimmer kommen können. Es hätte wirklich ein Virus sein können, wie die Schweinegrippe. Die hatte, glaube ich, eine sehr hohe Mortalität, war aber dafür nicht besonders ansteckend. Aber irgendwann kommt mal dieser eine Virus, der beides verbindet, und dann haben wir echt ein Problem. Hohe Mortalität und Ansteckungsgefahr. Das wird dann kein Spaß mehr. Aber hoffentlich sind wir bis dahin darauf vorbereitet, auf solche Situationen. Ist ja ganz gut vielleicht. Der Coronavirus ist vielleicht so eine Art Probe jetzt für den Ernstfall.
Ja, aber statistisch dann wahrscheinlich erst in 100 Jahren kommt, der betrifft uns nicht mehr. Aber man weiß es ja nicht. Ist ja immer das mit Statistik. Kann auch morgen soweit sein. Mit Wahrscheinlichkeiten. Den haben wir noch gar nicht. Wer bist denn du? Ja, ein Bachschmerle. Eine Bachschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Hey, ohne Witz, oder? Ich finde, ich könnte die Texte schreiben für Animal Crossing. Ich habe genau den gleichen blöden Wortwitz-Humor. Fisch fangen. Warte, gleich. Ich guck gleich wieder in den Chat. Muss schnell angeln. Yes. Worüber bist du überhaupt bekannt geworden? Das gab mehrere Wellen, die den Kanal so vergrößert haben. Vor allem waren es vor 3 Jahren und auch vor 2 Jahren die Fallout-Videos und die Resident Evil Videos im letzten Jahr sind die größten Hypes gewesen, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das ist überhaupt jetzt, glaube ich, für alle, die medizinische Angebote in Anspruch nehmen müssen, wirklich schwierig gerade und auch gefährlich. Bei manchen Designs sieht die Kantenglättung echt schnieke aus. Ja, im Trailer oder in manchen Bildern. Oh nein, jetzt ist mein Wackelkescher wohl kaputt gegangen. Zu viel Schmetterlinge gefangen. Naja, so kann's gehen. Schauen wir mal. Ich glaube, die Fallout-Glitches waren übelst berühmt. Ja, ein paar Videos. Hauptsächlich Fallout-Videos, aber auch ein paar Resident Evil-Videos haben, glaube ich, mittlerweile zwischen 100.000 und 200.000. Und ein, zwei Videos haben sogar die 200.000-Klick-Marke überschritten. Das sind natürlich schon ordentliche Oschis. Ach, wenn nur Fallout 76 nicht erschienen wäre. Der hat alles kaputt gemacht. Insektenjagd, Meilen verdient. Ich meine, ich bin froh, dass ich ein bisschen Fallout-Urlaub habe und mich mit anderen Sachen beschäftige. Und ich bin zuversichtlich, dass wieder was Großes von Fallout kommt. Aber momentan ist das halt einfach eingeschlafen. Aber das passt schon. Ist nicht so schlimm. Also finde ich wirklich nicht so schlimm. Rate mal, was ich an der Dialyse aufhab, wo noch andere Menschen sind. Wie, was du aufhast. Auf dem Kopf, oder wie? Durch die bin ich vor 2 Jahren dazugekommen, oder 3, die Fallout-Videos, ja. Es hätte ruhig erscheinen dürfen, es hätte aber gut sein müssen, da hast du recht. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Das stimmt natürlich. Das wäre der Idealfall. Hey, ich habe noch irgendwelche Noob-Meilen, meine Güte, wo denn? Und ich weiß immer noch nicht, was man eigentlich damit machen kann. Ist das Nook-Found schon dein unverzichtbarer Begleiter in allen Lebenslagen geworden? Dass du diese Nachricht darauf liest, deutet darauf hin. Punkt. Ausrufezeichen. Dafür lässt Nook ihn gern ein paar Meilen springen. Na gut, dann her mit den Meilen. Man kriegt auch lauter neue Titel, die man sich geben kann. Für seinen Ausweis. Sowas verstehe ich immer nicht. Das gibt's ja in vielen Spielen. Da bin ich nicht irgendwie so anfällig dafür. Aber jetzt werden wir gleich mal schauen, welche Titel wir haben und uns einen neuen geben vielleicht. Ich muss ein Foto machen für den Ausweis, stimmt. Ach, die angelt gerade. Trotzdem, machen wir ein schönes Gemeinschaftsfoto. Nein, hör auf. Ich weiß die Steuerung noch nicht so in dem Spiel. Schauen wir mal. Machen wir einen Popfilter. Und einen coolen Rahmen, aber da habe ich noch nicht so viele, glaube ich. Oh, achso, ich kann mich noch bewegen. Aber schräg stellen kann ich das Ganze nicht, na gut.
Foto! Das wird mein neues Ausweichsfoto. Okay. Wie geht jetzt das gleich nochmal? Pass! Ein Pass zum selber machen, das ist doch cool, oder? Hey, Mr. Skyline. Gerade durch Zufall den Stream mitbekommen, das ist doch cool. CD Projekt Direct soll die Marke Fallout bekommen, das wäre super. Ja, das stimmt. Oder, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Passfoto. Ach so, ich muss jetzt ein Passfoto aufnehmen. Oh. Schade, ich hätte gehofft, ich könnte das jetzt nehmen. Naja, machen wir ein eigenes Passfoto. Perfekt. Er macht natürlich gerade die Augen zu beim Fotografieren. Wie cool ist das denn, dass das passieren kann? Das ist toll. Finde ich gut. Das Beste wäre, wenn die Community für eine Firma spenden würde, die sozusagen wie Linux Open Source ist und dann Fallout kauft. Das wäre besser für das Spiel. Eine eigene Fallout-Firma. Hm. Kommt immer drauf an, wer dann da drin steckt, natürlich. Ach so, ja genau. Aktualisieren am besten den Browser. Das hilft. Unter Umständen. Also es liegt an mir, dann nicht. Kommentar passt. Und Titel. Schauen wir mal, was wir haben. Bis jetzt bin ich das Animal-Tier. Hm. Photogene. Photogener Verhinderer. Photogener Verschieber. Ha. Neugeborener. Papa. Neugeborenes Ei. Noch. Noch Haustier. Mein Gott, was kann man da alles? Das ist irgendwie schon witzig. Ich glaube, ich mag das Feature jetzt doch. Allererstes Haustier. Allererstes Ei. Das ist jetzt mein neuer Titel. Ich bin das allererste Ei ever. Ich will einen anderen Titel. Schade, dass es keinen Zufallknopf gibt. Das hätte ich gerne. Geht's wieder oben los, wenn ich ganz unten bin? Auch nicht. Ah, das macht Zufall noch schwieriger. Das ist schade. Sonst könnte man hier lustige Zufallstitel generieren. Na gut, dann bin ich einfach... Dann bin ich einfach der Pleiteknipser. Ja. Kann ich jetzt... Ich habe jetzt 10 von 10 Früchte gegessen. Kann ich jetzt schon Bäume ausreißen und Steine zerschmettern? Ich glaube leider nicht. Villager Smash! Ah. Ich gehe mal zu Nook. Schauen wir mal, was wir kaufen können. Jetzt gerade weiß ich leider nicht mehr, was wir sonst noch machen können. Ich glaube, wir sind für heute schon ziemlich am Ende unserer Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach warten bis Mitternacht. Dann können wir vielleicht... Nimm doch Großvater. Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ach so, hier. Shopping. Gartenzwerg, Mülltonne. Das können wir uns nicht mal leisten. Handtuch für den Kopf. Ist das wirklich gelb oder wird das hier nur so komisch gelb beleuchtet? MVP-T-Shirt, Nummer 4-T-Shirt, Feierabendrock, Regenstiefel. Die sind schon cool. Nachdenklich. Die Frage ist, kann ich dieses Nachdenklich überhaupt... Ich meine, ist das nur ein Bilderrahmen wirklich zum Aufstellen?
Weil da ist kein Möbel-Icon, sondern ein Noten-Icon. Oder... Was bist du nachdenklich? Das macht mich nachdenklich, dieses Item. Vielleicht sollte ich einfach mal ganz viel Sachen verkaufen, damit ich mir das leisten kann. Dann schauen wir mal. Willkommen, Zeppoluni. Ach ja, genau, was kann ich bei dir nochmal kaufen? Würde mich auch gerade interessieren. Ach ja, genau, einen Eimer und einen Regiestuhl. Und eine Gießkanne, eine Steinschleuderblumen. Anleitungsschleuder. Was ist denn mein erstes Bastelbuch? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, das kaufe ich mal. Ein digitales Buch mit Bastelanleitungen. Der Preis beträgt 480 Sternis. Aber das hat mehrere Bastelanleitungen, oder wie? Das nehme ich. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir 480 Sternis erhalten zu haben. Jetzt bin ich gespannt, was wir da für Anleitungen haben. Mein erstes Bastelbuch wird auf mein Nook-Phone hochgeladen. Yeah. Ich glaube, ich esse jetzt Erdnüsschen. Nein, ich esse einen Keks. Das wird so toll. Hört man, wie crunchy der ist. Der ist so crunchy. Brauchst noch einen Kescher? Ja, das stimmt. Den Kescher können wir uns aber selber bauen. Den muss ich nicht kaufen. Ich muss die Colaflasche mal vom Bildschirm wegnehmen. Du hast mit den neuen, alle Anleitungen noch mehr Spaß beim Basteln. Bestimmt. Gibt's sonst noch was, was ich dir andrehen könnte? Finde ich lustig. Eine Anleitung für einen Schleuder. Warum denn nicht? Können wir bestimmt auch brauchen. Außer das wäre schon im Bastelbuch mit dabei. Dann wäre das jetzt natürlich voll... Ich nehme es trotzdem. Und jetzt noch verkaufen? Okay. Oh, da hast du aber einiges für uns dabei. Ich rechne das mal kurz zusammen. Okay. 4360 Sternis. Abgemacht. So, jetzt lerne ich mal noch schnell das Schleuderrezept und dann schauen wir uns mal an, welche Rezepte in diesem Buch waren. Eine Ocarina. Yes. Checkpot. Im Grunde habe ich das Spiel jetzt durchgespielt. Wir können heimgehen. Dankeschön, dass ihr mit dabei wart. Am Dienstag gibt es den nächsten Stream. Nee, Quatsch. Okay, die Ocarina. Was müssen wir dafür machen? 5 Lehm. Oh nein. Wo soll ich denn jetzt Lehm herkriegen? Oh, muss man die wirklich quasi aus Lehm, aus Ton craften und dann... Wow. Eisenerz. Ach, so ein Strohbett könnte ich machen. Aber ich habe schon ein Feldbett. Alles andere kann ich nicht herstellen, leider. Weil ich kein Hartholz habe, kein Weichholz. Ich habe Steine. Ich könnte einen Steinhocker machen. Aber ich glaube, ich will keinen Steinhocker. Doch, doch, machen wir einen Steinhocker für außen. Den kann ich vor mein Zelt stellen. Da kommt später dann so ein gemütlicher Campingbereich hin. Mit Lagerfeuer. Machen wir einen Steinhocker und Lagerfeuer. Das ist doch schön für außen. Die Ocarina of Time, das wäre super. Die Marktwirtschaft in Animal Crossing bricht zusammen. Hi Tops Bobs, wie geht's? Das ist ja nur die Feen-Ocarina. Stimmt, Metatron, da hast du recht. Mit der kann man gar nicht durch die Zeit reisen. Lame. Aber immerhin. Auch nicht schlecht. Weitermachen. Wo ist er denn jetzt, der Lagerfeuer, der? Da ist er.
Wuhu! Genug fürs Erste. Genug fürs Erste. Tschö. Bin schon gespannt. Wahrscheinlich, wenn man genug Geld bei dem ausgegeben hat oder irgendwie so, dann werden da neue Optionen freigeschaltet. Dann baut der aus. Bis jetzt ist es nur ein Zeltplatz. Aber bald wird hier eine ganze Stadt draus. Ja, ich kann mir die Ocarina leider nicht herstellen. Fichtenholz. Da brauchen wir Lehm. Und ich habe momentan keine Ahnung, wie man Lehm kriegt. Ich vermute, man müsste da erst irgendwie eine Schaufel haben und dann vielleicht am Strand rumgraben oder irgendwie sowas. Was weiß ich. Aber momentan geht's leider nicht. Schade, schade. Na gut, dann machen wir hier... Oder am Strand? Nee, machen wir hier oben noch im Grünen. Hier ist eigentlich ein schöner Bereich. Das ist eigentlich ein guter Platz. Ich muss hier mal das Unkraut jäten. Dann machen wir hier einen schönen Campingplatz. Das große Unkraut lasse ich, glaube ich, stehen. Fällt mir. Und ein bisschen Unkraut grundsätzlich. Finde ich gar nicht schlecht. Hat was. So, einmal Steinhocker. Platzieren. Und einmal Lagerfeuer. Platzieren. Ja, ist das nicht herrlich. Ist ein bisschen spartanisch momentan alles, aber das wird schon. Habe ich eigentlich noch... Ich habe noch eine Angel, oder? Wir könnten mal im Meer schauen. Ah ja, genau. Ob wir mehr Fische fangen. Also mit 2e. Also beides. Auch mit H. Es ist beides richtig. Mehr Fische, mehr Fische. Ach so, in real life eine Ocarina. Ich hatte ganz früher mal irgendwie eine Ocarina, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich weiß ich gar nicht, was mit der passiert ist. Lehm bekommst du durch Stein mit Axt hauen. Ach so, naja, habe ich auch nicht. Leider. Eine Makrele. Dich wollte ich mir schon immer mal krallen. Hm. Der ist schlecht. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Eine Makrele. Jetzt geht's dir an die Kehle. Na, das ist zu hart. Eine Makrele mit einem Haken in der Kehle. Das wäre wahrscheinlich wahr, aber das ist böse. Eine Makrele. So glitschig wie Haargele. Nee. Da muss ich nochmal drüber schlafen, glaube ich. Ich fange mir eine Makrele. Der Meere seine Juwele. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kommen wir der Sache näher. Juwele ist nicht schlecht. Aber es wäre Juwelen. Hm. Naja. Ich hole mir jetzt noch ein Netz, glaube ich. Ich crafte mir jetzt noch ein Fangnetz. Ich will auch gern noch ein bisschen Geld. Ich verkaufe jetzt mal noch die ganzen Kirschen. Ich weiß nicht, wie schnell die wachsen. Das ist natürlich die Frage jetzt. Nicht, dass ich dann später gar keine Kirschen mehr habe. Aber eigentlich wachsen die recht schnell, glaube ich. Unkraut ist ja scheinbar auch was wert. Also gar nicht so wenig. Dann kaufen wir uns noch den Song und bauen uns noch, wenn wir noch ein paar Stöckchen finden, ein Fangnetz. Und dann würde ich mal den Cluedo besuchen. Weil ich glaube, hier auf meiner Insel kann ich sonst jetzt gerade gar nicht mehr machen. Ich habe noch keinen Stock, mit dem ich übers Wasser springen kann. Brücken gibt es auch noch nicht. Ich bin quasi hier auf diesem kleinen Landstrich hier gefangen momentan. Ich kann Unkraut jäten, aber sonst sehr viel mehr kann ich momentan nicht machen. Ich sollte ein paar Bäume schütteln, wenn ich Stöckchen will. Aber nicht, dass ein Bienennest rausfällt, ein Bienenstock. Das wäre schlecht. Keine Medizin. Habt ihr in dem Trailer... Oh nein! Oh Gott! Ich brauche
Eine Schleuder! Oh Gott! Ah! So schnell kriege ich jetzt keine Schleuder zusammen. Ach Quatsch, für eine Schleuder brauche ich eh Hartholz und so. Ich könnte eine Schleuder kaufen. Oh, schnell! Ich hoffe, das Geschenk ist noch da. Ah! Das ist ärgerlich. Nein, geh weg hier. Da fliegt schon mal ein Geschenk über die Insel und ich habe keine Schleuder dabei. Ah, das ist bestimmt schon weg, bis ich die Schleuder habe. Ja, ja, nein, ich will weg hier. Lass mich gehen. Ich bin gefangen im Dialog. Verdammt. Na, ich glaube, das ist weg. Ich glaube, das wurde hier quasi, sobald ich den Raum betreten habe, wahrscheinlich weggespawnt. Kann ich mir vorstellen. Schade. Aber fürs nächste Mal habe ich eine Schleuder. Traurig. Das war schön. Makrele, jetzt lernst du die Regel. Hä? Oh, das reimt sich ja gar nicht. Oder ein kleines Indie-Studio, das sich ausschließlich mit Fallout beschäftigt. Das Spiel lebt ja sowohl schon seit Jahren von den Mods. Lebt ja sowieso schon seit Jahren von den Mods. Hm. Ja, oder einfach wieder... Oder Bethesda soll einfach ein gutes Fallout machen. Das wäre auch eine Idee. Ich meine, ich glaube, dass man auch sehr gute Fallout-Spiele machen könnte mit sehr viel weniger Budget. Aber die haben bestimmt nicht so den Massenanklang. Das muss man schon sagen. Ich glaube, die Kirschen sind gerade im Unkraut versunken. Das wäre dann wesentlich weniger mainstreamig. Das wäre dann eher so wie bei, Wasteland eher so auf dem... In der Liga. Was ich nicht schlecht finden würde, aber... würde bestimmt sehr viel Markenappeal... Oh, was haben wir denn hier? Da ist was aus dem Baum gefallen. Flaschenschiff. Wie jetzt? Einfach so ein, da war ein Flaschenschiff in dem Baum. Was ist denn jetzt? Und Sterni ist auch noch. Was nicht alles in den Bäumen wächst hier. Ich kann mich noch erinnern auf dem GameCube. Jeden Tag alle Bäume einmal schütteln. Ich hatte schon die perfekte Baumroute quasi in meinem Kopf immer. Und immer genau die gleiche Route abgelaufen. Jeden Tag als erstes. Oh meine Güte, was ist denn das für ein Riesenfisch? Ist das nur wieder ein Barsch wahrscheinlich, oder? Aber der Schatten kommt mir gerade noch größer vor. Aber wahrscheinlich bilde ich es mir ein. Wahrscheinlich ist der nicht größer, aber der sieht echt groß aus. Nee, es ist nur ein Barsch. Ein Barsch! Was für ein Arsch. Finde ich gut. Würde ich nehmen. Ich denke, man sollte das Spiel auf Englisch spielen. Die Witze sind da besser. Ja, das kann sein. Das kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Also, wer weiß. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wären sie anders. Die würden mich auf jeden Fall auch interessieren. Schade, dass wir nicht beides haben können. Eine Makrele, wie ich sie auf dem Fischbrötchen verehre. Weiß ich ja auch nicht. Eine Makrele. Du kommst jetzt in meine Kehle. Nee, Kehle geht nicht. Egal wie wir es drehen und wenden, alles was sich auf Kehle reimt, wird immer brutal und hat mit Tod zu tun. Das gibt's nicht in Animal Crossing. Nix und niemand stirbt in Animal Crossing. Niemals. Du hast aber eine schöne Kehle. Erzähl mir was Cooles. Falls ich mal irgendwas zum Thema ein Leben wissen möchtest, du, frag mich einfach. Ich helfe dir gern weiter. Hat man dir eigentlich schon vom schwarzen Brett erzählt? Ach ja, stimmt, da wollte ich mal noch hinschauen. In erster Linie hängen wir da selbst alle möglichen Infos für die Inselbewohner auf. Aber eigentlich sollten alle das schwarze Brett nutzen. Einfach eigene Sachen anhängen, damit alle es lesen können. Die kannst du spielend leicht selbst schreiben, Sepoloni. Probier's doch mal aus. Okay. Ich mach das mal. Schwarzes Brett, 19. März. Das war tatsächlich noch gestern offiziell. Hm.
Auf diesem schwarzen Brett werden wir wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlichen. Ja, ja. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren, besonders Ereignisse zu feiern und so weiter. Okay, dann schreibe ich auch mal was. Oder ich mal was. Ha, kann man da eigentlich den Touchscreen nutzen, wenn man es nicht auf dem großen Bildschirm spielt? Das wäre nämlich, glaube ich, eine gute Idee. So ist das jetzt schon ein bisschen hier... Cool. Ziemlich cool ist das hier. Mhm. Perfekt. Ausgezeichnet. Oh, ein Geschenk! Schreiben! Ich will hier einfach nur weg. Fertig. Okay, schnell. Steinschleuder. Wo ist es denn? Ist schwer einzuschätzen. Yeah! Awesome. Ich nenne es übrigens das Gemälde... Keine Ahnung. A Link... to the stink. Okay. Auspacken. Lehm? Yeah! Das ist das beste Geschenk ever. 5 Lehm. Das finde ich großartig. Dankeschön, liebe Ballongöttin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mag das Spiel. Herstellen. Wir haben 5 Lehm, wir können jetzt eine Ocarina machen. Können wir sonst... Nee, es passt schon. Machen wir eine Ocarina. Aus genau 5 Lehm zufällig. Was für ein Glück, oder? Voll cool. Hey Katka! Wie ist der Stand auf der USS Squiddle Prize? Unverändert. Alles ganz gechillt hier. Es hat bestimmt noch nie jemand das Wort Arsch auf Barsch gereimt. Wahrscheinlich noch nicht, das stimmt. Aber eben, das geht nicht in ein Nintendo-Spiel. Vielleicht Po, aber dann müsste der Fisch Bo heißen. Und das tut er nicht, leider. Ich frage mich, ab wann Amiibos freigeschaltet werden. Stimmt, kann man ja an dem Automaten grundsätzlich benutzen, um Leute einzuladen, ne? Hm. Ich hatte gerade 10.000 Sternis einem Ballongeschenk. Ach so, ja. Cool. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dafür habe ich jetzt eine Ocarina. Ist mir gerade lieber als 10.000 Sternis. Du kannst das Objekt gerade nicht. Dann müssen wir runter an den Strand gehen, uns auf einen Felsen stellen. Dann... testen wir die mal. Quatsch, ich wollte gar nicht mit dir reden. Obwohl, doch, warum nicht? Ich verkaufe meinen Stuff. Verkaufen wir die Ocarina zum Beispiel? Nee, nicht wirklich. Den Barsch kann ich verkaufen. Die anderen hebe ich mal auf. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Kirschen können weg. Das Unkraut kann weg. Fertig. Ich rechne das mal kurz durch. Insgesamt 2000 Sterne. Jetzt haben wir über 6000. Ich glaube, so viel hat dieses Lied gekostet. Kann schon sein, dass das wirklich ein Song ist, den wir dann auf einer Anlage oder so, die wir aber noch nicht haben. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Ich weiß es doch auch nicht. Muss leider gleich arbeiten. Oh, Arbeit nervt. Ich habe uns... die haben uns Schicht aufgebrummt. Ich habe schon gelesen im Discord. Jeden Tag eine Stunde miese machen. Man zieht sich dann wieder gegen 22:30. Jo, bis dann. Mach's gut. Ciao. Ah, das kostet sogar nur 3000. Wir sind doppelt so reich, wie wir sein müssen.
Ausgezeichnet. Ihre Bestellung war erfolgreich. Sie wird in Kürze per Post nach Hause geliefert. Ich verstehe. Den Rest sparen wir mal, glaube ich. Und jetzt würde ich gern noch schauen, ob ich noch einen Kescher machen kann. Ja, machen wir. Mikroruckler. Gefällt mir gar nicht, dass der Stream irgendwie anscheinend Probleme hat. I don't like this. Jetzt funktioniert Stream. Oder ich hau dich. Warn dich. So, wir haben noch genug Meilen. Bin so gespannt, was ich damit dann alles machen kann, weil ich habe schon so viele davon. Für die Bastelanleitung, die du erhältst, zahlreiche selber mach, probier doppelt aus. Was? Wir haben genug gecraftet. 3330. Schade, dass es keine Einstelligen gibt wahrscheinlich, oder? Und noch mehr fürs Basteln. Schade, jetzt haben wir eh zu viel. Kann ich das irgendwie so sortieren, dass ich nur die fertigen sehe? Unkrautfeind. Ich habe genug Unkraut gepflückt. Sehr schön. Mein Gott, 146 Unkraut habe ich schon gepflückt. Das ist echt viel. Ich brauche noch ein bisschen, dann habe ich schon das nächste Achievement wieder. Ah, und weil ich was bestellt habe bei Nook Shopping, jetzt auch noch Meilen. Jetzt kann ich mich auch Internetsurfer nennen oder Internetsurferin. Cool. Und für meinen ersten Einkauf. Versierter Verbraucher, versierte Verbraucherin. Und der erste Eintrag am schwarzen Brett, natürlich. Was? Klatsch? Irgendwas Influencer? Abgeblättert. Laub von den Bäumen schütteln. Ich verstehe. Fürs Baumschütteln kriegt man auch noch eine Belohnung. Sagenfreies Geschöpf. Okay. Cool. Jetzt schauen wir nochmal schnell in die Faunapedia. Hier noch die neuen Sachen abklappern. Ja, das gibt viele Fische. Die Makrele. Der Star in der neuesten Fischtelenovele. Jetzt kommst du in die Telenovele. Ach, was weiß denn ich? Lass mich in Ruhe. Da gehen wir mal zu Dodo Airlines. Wie sieht eigentlich dein Stub aus? Würde mich interessieren. Was ist denn mein Stub? Das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, würde ich dir das beantworten. Okay, bis dann, Metatron. Bis gleich. Mach's gut. Oh, meine Greenscreen ist irgendwie schief. Also mein... Irgendwie ist das hier nicht optimal. Aber es hilft jetzt nichts. Da müssen wir durch. Ja, bin ich ein bisschen komisch abgeschnitten. Aber gut, mein Setup. Wie das aussieht. Ich habe hier drei Bildschirme stehen. Ich habe einen Rechner und einen Laptop. Wenn ich von Konsole spiele oder aufnehme, so wie jetzt, oder streame, dann macht es immer der stärkere Laptop und der schwächere Rechner nimmt nur auf, wenn ich am Laptop spiele, quasi, wenn ich PC-Spiele spiele. Und hinter mir ist der Greenscreen, über ein Regal gespannt momentan. Und ganz viel verschiedene Capture-Cards und Konsolen und Kabel um mich rum und Controller natürlich. Corona-Video hast du gesehen von mir, genau. Landsquid, der Bundeskanzler. Der Bundeslandsquid, eher. Hey, hey! Willkommen am Tor zu den Lüften oder sowas. Dominik, danke schön fürs Follow und schön, dass du mit dabei bist. Hallo, wie geht's?
Okay, willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Squidtopia. Sehr erfreut. Ich bin Bodo, das Bodenpersonal für Dodo Airlines. Dodo Airlines, die Crew mag flugunfähig sein, aber das hält uns nicht ab. Von hier aus kannst du andere Inseln besuchen oder Freunde hierher einladen. Ach, kann ich hier vielleicht schon mit Noobmeilen andere Inseln bereisen? Das finde ich ja ziemlich cool. Das finde ich gut. Da wäre ich dabei. Regen sich deine Mitmenschen manchmal über die Unordnung auf? Also die Merlin schon, ja. Aber sonst? Kriegt das aber auch keiner mit im Grunde. Und wir bieten hier am Flughafen auch einen Postdienst an. Jeder freut sich über eine Karte, oder? Wenn du jemanden eine schicken möchtest, schau dir mal unseren Kartenständer da rechts an. Übrigens, du bist doch Sepoloni, stimmt's? Tja, die Insel ist klein. Da macht sowas schnell die Runde. Es gibt hier 3 Bewohner. Na gut, mit Tom Nook und Schlepp und Nepp 6. Aber gut. So, Sepoloni, was kann ich für dich tun? Ach, und mit dir 7. Okay. Er ist wirklich an der einsamsten Filiale ever. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich möchte fliegen. Roger! Ah, möchtest du jemanden auf der anderen Insel besuchen? Falls du zum ersten Mal Leute auf anderen Inseln besuchst oder hier empfangen willst, dann gibt es ein paar wichtige Punkte, die du unbedingt zur Kenntnis nehmen solltest. Ist nicht wenig, gebe ich zu, aber es muss ja rechtlich alles im trockenen Tüchern sein. Also, lies es dir bitte komplett durch, okay? Lokaler Online-Modus, Online, Text, Grafiken sehen, Name, Chats, Beiträge. Bin einverstanden. Danke, dass du dir den Kram durchgelesen hast. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Möchtest du über den lokalen Modus zu einer Insel in der Nähe oder per Online-Spiel zu einer weit entfernten? Online-Spiel. Roger. Eine Sache noch. Und sorry, falls du das alles schon mal zu Gesicht bekommen hast, aber unsere Anwälte bestehen darauf, dass wir vor dem Online-Spiel auf sowas hinweisen. Sei rücksichtsvoll. Bitte brich nicht die Regeln. Sollte bei den Inhalten Verstöße, Nintendo-Richtlinien, bla bla bla. Kannst Minus drücken, um unangemessene Inhalten oder unangemessenes Verhalten zu melden. Verstanden. Dann lass mich mal eben schnell eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Roger. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Das ist nicht nett gemacht. Der Flughafen macht so viel Profit wie der Berliner Flughafen. Ja, vor allem momentan, grundsätzlich wahrscheinlich Flughäfen. Wie möchtest du verreisen? Per Freundesliste. Was ist denn ein Dodo-Code? Oh, hey, du spielst zum ersten Mal gemeinsam mit Freunden, stimmt's? Na, dann habe ich hier genau die richtige App für dich. Sie nennt sich Beste Freunde und ist ohne die Übertreibung die beste App, die wir je entwickelt haben. Die Installation geht auch ratzfatz. Würdest du mal kurz dein Nook-Phone hervorkramen? Na gut. Warum können eigentlich alle irgendwelche Apps auf meinem Handy installieren? Ich finde das ein bisschen unheimlich. Und fertig. Wenn du einen Freund triffst, öffne einfach die App. Alles Weitere erfährst du dann, wenn es soweit ist. Wunderbar. Stimmt nicht, Berlin macht Minus. Ach so, ja, na gut. Dann läuft der Flughafen noch besser wahrscheinlich. Aber wir wissen es nicht. Wer weiß. Wir haben gerade einen Flug nach Kokolint startklar. Möchtest du dorthin? Abflug. Der Cludo, ich komme. Abreise wird vorbereitet. Du bist ja quasi ein Zeitreisender. Bin gespannt. So, dann kann's losgehen. Viel Glück. Ich finde das irgendwie so nett, dass der während der Ladezeiten und Verbindungszeiten die ganze Zeit auf seinem Computer rumtippt. Wie in Wirklichkeit. Ist das nicht toll? Ja! Abflug mit Dodo Airlines.
Animal Book, genau. Noogle. Von Tom Nook gegründet. Weiß alles. Nukel. Da fliegt das Propellerflugzeug. Aber man kann anscheinend noch keine zufällig generierten Inseln besuchen. Schade. Hätte ich gerne. Das wäre cool. Kommt bald noch, bestimmt. Hier spricht euer Captain. Der Text ist so kurz, dass Sie es nicht lesen können. Ist aber auch nicht so wichtig. Die Ortszeit beträgt 13:39 Uhr und der Himmel ist wolkenlos. Auch die Temperatur ist ganz okay. Gut festhalten. Nicht umsonst sind wir die einzige Fluggesellschaft, die so schnell spricht, dass Sie das nicht laut vorlesen können. Was? Kommunikation per Chat. Drücke R. Ausgetauschte Nachrichten und so weiter. Hallo Seppo und Chat. Oh, warte mal, ich habe gerade wieder Nukmeilen, glaube ich. Die muss ich schnell abernten. Sonst piepst das dauernd so. Kann ich jetzt auch bei dir einkaufen und schauen, was deine Läden so verkaufen? Das wäre ja ziemlich crazy. Schauen wir gleich mal. Oh. Ach, das ist das Museum. Da muss ich mal, ich muss mich kurz bei dir ein bisschen umschauen. Was hier so los ist bei dir. Das werden wir dann ab Mitternacht wahrscheinlich auch haben. Oder morgen früh zumindest. Ist noch ein recht kleines Museum. Hallo und huhu. Willkommen auf Kokolint. Wir versuchen auf dieser Insel ein Museum zu erbauen. Müssen Sie wissen. Huhu, oh ja. Zu diesem Zweck durchkämmen wir das hiesige Ökosystem nach relevanten Funden. Verzeihen Sie bitte die Unordnung, doch machen Sie es sich ruhig bequem. Okay, danke, sehr nett von dir. Aber ich glaube, ich muss dann auch wieder. Besuchen Sie uns doch einmal wieder, wenn diese Insel über ihr eigenes Museum verfügt. Okay, mach ich. Cool. Dann schaue ich jetzt gleich mal zu Nook. Ah! Hallo! Schöner Hut. Ja. Machen wir ein Foto. Lass uns Fotos machen. Warte mal. Leider kann man eigentlich irgendwie lustige Posen einnehmen oder so beim Foto machen. Noch nicht zumindest, oder? Wenn, dann weiß ich nicht wie. Oh, wer kommt denn da? Oh, hallo! Kino. Kino sieht so düster aus. Nee. Ich mach Standard einfach. Mit einem Standardrahmen. Bisschen ranzoomen noch. Und? Bam. Schön. Posen und Emotionen kommen später. Ah ja, okay. Ach so, warte. Ich bleib noch stehen, wenn ihr noch Fotos machen wollt. Ich bleib noch kurz hier parken und esse währenddessen den Keks. Machen wir kurz Kekspause. Foto- und Kekspause. Hm. Schon alle fertig. Und ich bin noch am Keks essen. Hm. Ein richtiges Haus. Mit Zelda Artworks. Hm. Cool. Was ist denn das da? Drück mal lieber nix, das glänzt so. Schon einen eigenen Kamin, aber noch ein Feldbett. Man muss Prioritäten setzen. Das Radio ist aus. Ach, ist da eine Flunder? Oh ja, wenn man Licht anmacht, hebt die ab. Wow. Lass die mal wieder schlafen. Entschuldigung, Flunder. Alles gut. Mhm.
Ich will auch so ein Blumenbeet. Müssen wir ein paar Blumen kaufen nachher noch. Schauen wir mal. Ist hier jetzt am Computer auch was anderes verfügbar? Beim Nuke-Portal? Schauen wir mal. Nur registrierte Benutzer von Cocolint können diesen Terminal nutzen. Na gut, aber mit dir kann ich doch hoffentlich reden, oder? Oh, wen haben wir denn hier? Bist du den ganzen weiten Weg bekommen, nur um mir... Warte mal. Sind das irgendwie Klone oder was ist hier los? Das fällt mir jetzt erst auf. Er kennt mich nicht. Das ist ein ganz anderer Nep als mein Nep. Crazy. Auf jeder Insel gibt es einen eigenen Tom Nook und einen eigenen Schlepp und einen eigenen Nep. Das ist verrückt. Was kann ich für dich tun? Ich will was kaufen. Das sind unsere aktuellen Angebote. Oh. Oh, eine Schaufel. Ja. Und oh, yeah. Ah, das ist super. Oh, wow. Oh, Rezepte für die Axt und für die Gießkanne. Ach so, die Gießkanne, die brauche ich nicht, oder? Und ein Apfel. Ach, ich glaube, Apfel wachsen dann vielleicht auch wild. Auf jeden Fall ist das voll cool, dass ich jetzt ein Rezept für die Axt kaufen kann. Das finde ich super. Genau, für das Glitzerteil im Boden. Und um Steine zu klopfen. Also gegen Steine zu klopfen. Das ist eine seltsame Animal Crossing Mechanik. Aber wenn man den Glücksstein findet, dann fällt ganz viel Geld raus. Tja, gibt es sonst noch was, was ich dir andrehen könnte? Ich glaube schon. Nehmen wir mal noch ein Rezept für die Wackelgießkanne. Das ist cool. Und... einen Apfel, bitte. Wie viele dürfen es sein? Einer. Oh, 400 Sterne. Das steht eh da. Aber ist ganz schön teuer. Okay. Gäbe es sonst noch was, was ich dir andrehen könnte? Ich schau mal, ob ich so eine Wackelaxt überhaupt und eine... Ach so, warte mal. Ich habe jetzt ein Rezept für die Wackelaxt, ne? Aber nicht für die Wackelschaufel. Also sollte ich mir eine Wackelschaufel mindestens kaufen. Haben wir jetzt nur eine, aber die muss halt bis morgen halten dann. Gäbe es sonst noch was, was ich dir andrehen könnte? Momentan nicht, danke. Die Firma dankt. Wenn du sonst noch einen Wunsch hast, bla bla bla. Kann man gleichzeitig an die Werkbank? Ich glaube nicht, oder? Nee, ist auch nicht so schlimm. Aber das ist schon ziemlich cool jetzt. Die Wackelaxt lerne ich gleich mal. Jetzt weiß ich, wie man eine Wackelaxt herstellt. Und jetzt haben wir eine Schaufel und eine Axt. Damit können wir jetzt total abgehen.